Der FCBB-Vorbericht wird präsentiert von Tipico. Your bet in safe hands. Drei Spiele, drei Siege, Tabellenführung. Bei den Bayern läuft es ganz ordentlich in den ersten Wochen der noch jungen Saison. Alle also wunschlos glücklich. Nicht ganz, Trainer sind nie wunschlos glücklich, das sollen wir auch nicht sein, das wäre nicht gut. Wir haben immer ein paar kleine Stellschrauben, an denen wir drehen können und wir wollen uns weiterentwickeln von Spiel zu Spiel und wollen letztendlich den besten Basketball in den Playoffs spielen, aber das ist noch ein ganz langer Weg. Schön bescheiden bleiben also, zumal große Aufgaben in der Bundesliga warten. Gleich zweimal die Bayern am Wochenende im Audidom gefordert, am Freitagabend im Derby gegen Würzburg, die mit Selbstvertrauen und speziellen Gästen anreisen. Wir freuen uns, Robin Benzig wieder in Deutschland und in München begrüßen zu dürfen. Wir wollen ihm aber auch zeigen, dass wir hier gewinnen wollen, dass wir unsere Serie ausbauen wollen und gutes Spiel machen, gut verteidigen, vor allen Dingen auch gegen Robin Benzig, der gegen Bamberg ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Und er ist mit Sicherheit einer der Schlüsselspieler von Würzburg. Auch der zweite Gegner am Wochenende hat einen Schlüsselspieler. Vizemeister Oldenburg gastiert am Sonntag um 19.15 Uhr zum Spitzenspiel in München. Oldenburg ist gut gestartet, hatte vielleicht nicht die ganz hochkarätigen Gegner, aber mit Ricky Poulding einen ganz tollen Spieler, der jetzt 10 Jahre in Oldenburg ist, der sehr viele Spiele in der Liga gemacht hat und ganz toller Kerl ist, den ich selber kennenlernen durfte und auf den ich mich sehr freue. Die Vorfreude also groß auf das Heimspielwochenende im Audidom, obwohl in dieser Woche die Doppelbelastung auch für die Bayern Basketballer beginnt. Es wird nicht so leicht, vor allen Dingen, da wir auch ein schweres Auswärtsspiel in Istanbul haben, was uns ein bisschen in den Knochen stecken wird. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Wir sind tief genug besetzt und haben unser Publikum, unsere Fans im Rücken und haben hier eine super Atmosphäre. Und vor der Atmosphäre kann man eigentlich nur toll spielen. Fans und Mannschaft gemeinsam also, um auch nach dem kommenden Wochenende von ganz oben in der Tabelle grüßen zu können.